Ein recht herzliches Willkommen heute zum Webinar mit dem Thema Die Kunst der Formfindung, Topologieoptimierung in der Produktentwicklung. Mein Name ist Andreas Klump und ich freue mich riesig, dass der Peter Clausen aus R&D meiner Einladung gefolgt ist und mir hilft, dieses Thema heute an Mann zu bringen, sozusagen. Bevor ich den Peter ein paar Dinge frage, weil er natürlich noch viel besser über Topologieoptimierung reden kann als ich, möchte ich Ihnen kurz sagen, wir haben ungefähr 30 Minuten. Wir haben viel zu sagen. Wir müssen uns ranhalten, dass wir auch in der Zeit bleiben. Wir können vielleicht nicht alles so ausführlich erklären, wie wir es können und wollten. Deshalb am Ende sind auch unsere E-Mail-Adressen nochmal auf der letzten Folie. Und da können Sie gerne uns direkt auch anschreiben oder im Fragen- und Antwortenfeld dort gerne während des Webinars auch die Fragen reinposten. Wir schauen oder ich schaue am Ende dann nochmal rein und schaue, wie wir Zeit haben und pick mir vielleicht noch die ein oder andere Frage raus. So, wie gesagt, wir haben 30 Minuten. Was erwartet Sie in den nächsten 30 Minuten? Was machen wir? Zum einen werde ich den Peter Clausen ein bisschen vorstellen oder er wird sich selbst vorstellen. In seinem Titel steht zum Beispiel auch Modsim. Auch das ist ein großes, wichtiges Thema. Das wird er erklären. Er erklärt uns dann oder ich frage ihn, was ist eigentlich Topologieoptimierung? Dann werden wir erklären, okay, wo ist Topologieoptimierung in den Dassault-Systemprodukten überall mit drin? Dann werde ich bin eher so der Anwender, der Peter ist natürlich eher so ist von R&D der Entwickler. Ich werde ein paar Beispiele zeigen und werde Ihnen so ein bisschen diese drei Tools, wo Topologieoptimierung drin ist, vorstellen, so ein bisschen die Unterschiede und vielleicht auch die Zielgruppen, für die das gedacht ist, so ein bisschen aufzeigen. Und am Ende ist natürlich eine große Frage, die der Peter beantworten würde. So Topologieoptimierung gibt es ja auch von anderen. So was macht uns besonders und warum glauben wir oder sind uns sogar sicher, so weit würde ich gehen, warum haben wir eigentlich die beste Lösung am Markt? Genau, und damit würde ich direkt die erste Frage an Peter geben. Peter, wer bist du, was machst du und wo bist du zu Hause? Ja, hallo Andreas und hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Peter Clausen, ich komme ursprünglich aus Dänemark, habe dort mein Studium bei Dänische Technische Universität absolviert im Thema Topologieoptimierung, kam nach Deutschland, damals in 2005 war es FE Design, eine kleine Startup-Firma und wir sind dann aufgekauft von Dassault Systèmes in 2013. Und seitdem bin ich eigentlich dabei, daran zu arbeiten, Topologieoptimierung nicht nur mit Abacus zusammen zu verbinden, aber in verschiedene Lösungen reinzukriegen und besonders auch in diesen Modsim-Gedanke, was du kurz angesprochen hast, Andreas. Das ist Modellieren und Simulation sozusagen enger zusammengebracht. Das ist natürlich klassisch, wenn ich ein CAD-Modell habe, dass ich direkt ins CAD-System dann auch in verschiedene Elemente und Berechnungen da machen kann. Aber was besonders ist für Topologieoptimierung, ist die Ergebnisse von der Topologieoptimierung, die ja auf einer FE-Netzbasis da sind, dass ich diese rückkriegen kann in ein CAD-Modell. Und da werden wir später auch ein bisschen mehr in Details reingehen. Genau. So, dann mache ich aber hier weiter. So, jetzt ist die Frage, was ist Topologieoptimierung? Ich würde hier von Andreas gefragt, mal ein bisschen theoretisch mal dran zu gehen. Das wird sehr, sehr oberflächlich reingegangen, aber ganz grob kann man sagen, man hat irgendeine Ausgangsgeometrie, sagen wir so eine Brückestruktur hier. Und Topologieoptimierung, es gibt ja andere Optimierungsarten, aber Topologieoptimierung ist, wo kann ich Löcher reintun, ohne dass die Integrität von der Struktur sozusagen schlechter wird. Und was müssen wir alles lösen, um diesen Topologieoptimierungsproblem zu lösen? Wir müssen einen nichtlinearen Optimierungsproblem lösen mit irgendeiner Funktion. Das ist typischerweise Steifigkeit, ist wichtig für uns als Maschinenbauer. Es kann aber auch viele andere Sachen wie Verschiebungen, Spannungen, Eigenfrequenzen. Dann haben wir Nebenbedingungen, hier als G und M Nebenbedingungen. Das ist Fertigungsrestriktion, darauf komme ich zurück drauf. Topologieoptimierung ist in seiner Grundform ist ein diskretes Problem. Das heißt, man hat irgendeine Domäne Omega und diese Domäne, dann sagt man, okay, dort, wo ich Elemente habe, also das Schwarze, da habe ich Material, da ist diese relative Dichte ist 1. Und dort, wo ich kein Material habe, ist die relative Dichte 0. Dieses Problem ist sehr schwierig zu lösen. Also deshalb machen wir einen Trick, es heißt Relaxion.
Das heißt, wir skalieren das E-Modul mit einer kontinuierlichen Funktion. Statt jetzt diesen diskreten Problem haben wir jetzt eine kontinuierliche Funktion, wo wir einfach diesen relative Dichte Rho und dann so ein Faktor P mal der originale E-Modul dazu packen. Wenn man das hat, dann brauchen wir noch die Ableitung, um dieses Optimierungsproblem da unten zu lösen. Das ist adjungierte Sensitivitäten. Wenn wir nicht in Details reingehen, wir gehen einfach davon aus, so wie wenn ich ein quadratisches Problem habe, um da die Nullstellensuche zu machen, da brauche ich auch den Tangenten als die erste Ableitung der quadratischen Funktion. Ist genau das gleiche hier, nur ein bisschen in höheren Dimensionen und so weiter. Und am Ende brauchen wir auch für Topologieoptimierung ein sehr wichtiges Teil, ist das sogenannte Filter oder das minimale Bauteilgröße. Wenn man nichts macht, dann kriegt man hier diesen Schachbretteffekt. Das ist so, das sieht aus wie ein Schachbrett, dass jedes Element versucht sich entweder 1 oder auf 0 zu stellen. Und das ist ein rein numerischer Effekt, den man ja eigentlich mechanisch gar nicht umstellen will. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das vermeiden kann, beispielsweise eine minimale Bauteilgröße zu verwenden oder auch anderen Fertigungsrestriktionen wie Gießbarkeit, Rippendesign, Fräsbarkeit etc. Symmetrie. Und nur so als Beispiel, wenn ich eine Windturbine habe, dann kann ich hier ein großes Design-Domain generieren. Das sehe ich hier. Ich habe viel mehr Elemente, als was ich eigentlich denke. Und das Topologieoptimierung funktioniert so, dass wir im Prinzip die Elemente wegknappern. Also wo kommt die Lücke rein? Und da sieht man hier in Struktur, was rauskommt, der eben auch sehr performant ist, aber viel weniger Gewicht hat als die ursprüngliche Variante. Tatsächlich. Danke, Peter. So, mein Mikrofon ist jetzt auch wieder da. Ich habe vorher vergessen, mich zu unmuten. Genau, zweite oder ja, dritte Frage, die ich an dich gestellt habe oder dir stellen möchte, ist, wo sind jetzt, also es gibt nicht das eine Topologie-Optimierungstool, das man bei uns kaufen kann. Es gibt eine ganze Menge. Gib uns doch mal einen Überblick, wo das überall zu Hause ist. Genau, da haben wir natürlich was vorbereitet hier. So, wir haben Topologieoptimierung tatsächlich sehr viele Produkte. Und ich werde jetzt hier oben in der Mitte anfangen. Semuia Abacus Established Products. Das ist eigentlich dort, wo der Tosca-Lösung sein Zuhause hat. Das ist halt, sagen wir mal, die etablierte Lösung, wo man Tosca innerhalb von Abacus CAE ausführen kann. Und dort kann man nicht nur Topologieoptimierung ausführen, sondern auch Gestaltoptimierung, Sickenoptimierung etc. Was neu dazu ist, ist sehr wichtig hier rechts zu sehen, das ist CST Studio. Also das ist unsere LE-MAG-Lösung in Simulia, wo man Low Frequency, das ist halt hier wie so ein Elektromotor, kann man rechnen in CST. Und was wir jetzt neu dazu gepackt haben, die letzten 2 Jahre, ist, man kann damit Topologie und Shape-Optimierung mit elektrischen Motoren, aber auch hochfrequente Anwendungen für CST, wäre sowas wie Antennendesign und sowas. Das ist sehr advanced, das werden wir nicht drauf reingehen, aber ich fand es trotzdem wichtig, hier zu erwähnen. Und dann unten rechts, auch nicht der Lösung, wo wir heute so viel besprechen werden, aber das ist sozusagen die große 3D Experience Sumuya-Optimierungslösung OPZ oder Structural Generative Engineer, wo man im Prinzip auch fast komplette Tosca-Funktionalität hat und Abacus-Funktionalität auf der Plattform mit Durchgängigkeit, Virtual Twin, kann man nicht nur optimieren machen, aber wie man auch hier sieht, kann man DOE, also Design of Experiments, obendrauf auf Topologieoptimierung setzen. So, das ist wirklich ein Expertentool, womit man viel machen kann. Aber ich denke, Andreas, du würdest heute eher die SolidWorks und Generative Design Funktionalitäten heute darstellen, oder? Genau, da wir oder ich hauptsächlich mit unseren SolidWorks-Vertriebspartnern, mit unseren SolidWorks-Kunden zu tun habe, gibt es eben drei, und jetzt klicke ich einmal weiter, gibt es drei Lösungen, die jetzt sehr, sehr gut zu unseren Kunden passen. Das ist natürlich zum einen das SolidWorks Simulation Professional, links oben, mit dem ich jetzt auch am meisten zu tun habe. Das ist neu reingekommen seit der Version 2018. Dann gibt es den 3D Creator, das ist die browserbasierte Lösung. Dort ist auch das ja, funktional das kleinste, die kleinste Lösung mit drin. Und dann das, ich sag mal, das ist, was ich ja, für SolidWorks-Anwender, die jetzt vielleicht auch schon auf der 3D Experience-Plattform sind, die die Cloud-Services nutzen, dann kann man dort natürlich auch direkt, ja, wenn man das möchte, und wir sprechen gleich drüber, was für Mehrwerte das bringt, kann man das natürlich nutzen. Ich habe jetzt zu jedem dieser drei Lösungen ein kurzes Video und dann noch eine Folie, wo ich zusammengefasst habe für, ja, was ist es und was unterscheidet es
von den anderen. Das heißt, wir starten jetzt aber quasi funktional bauen wir es auf. Natürlich baut der Preis auch auf. Wir machen zuerst den 3D Creator, dann schauen wir uns das Simulation Professional an und zum Ende den Function Driven Generative Designer. Dann gehen wir direkt los. Das ist jetzt einfach nur, damit Sie das User Interface und das Doing mal einfach kurz gesehen haben. Das ist im Browser ohne Installation, wie Sie es kennen. Wir haben links einen Featurebaum, dort kann man skizzieren, austragen, Schnitte machen, mustern und so weiter und kann aber genauso diese Topologiestudie, die hier Design Guidance heißt, definieren. Man definiert einfach, wo wird es festgehalten, wo greifen die Kräfte an, welche Bereiche sollen ja, beibehalten werden, beziehungsweise wo darf kein Material hin. Und dann zieht man auch noch so eine Box, den Designraum, und dann bekommt man eben so sofort eine, ja, ein Geometrievorschlag, den man dann so oder so ähnlich, je nachdem, wie man das am Ende fertigen möchte, auch umsetzen kann. Vielleicht hier einfach nochmal kurz zusammengefasst, das ist ein Einstieg in die Topologieoptimierung. Das ist einfach ein, ich sag mal, ein kleines Tool in einem CAD-Tool für Konstrukteure als erster Kontakt. Ich weiß, dass viele, viele Schulen oder Hochschulen da auch schon mit X-Design unterwegs sind. Wenn Sie in den letzten Jahren oder in den letzten 12 Monaten, so muss ich sagen, an 3D Experience SolidWorks gekauft haben, ab der Professional-Paketierung ist der 3D Creator mit dabei. Das heißt, unter Umständen haben Sie dieses Tool auch schon und können damit rumspielen. Ich habe schon gesagt, es ist im Browser integriert, es ist benutzerfreundlich und intuitiv. Das liegt natürlich auch daran, dass es ist sehr benutzerfreundlich, weil wir von den Optionen, von was man machen kann, was man alles einstellen kann, das so ja, minimiert haben, dass es auch wirklich einfach zu bedienen ist. Man sieht jetzt hier rechts drei Beispiele, die ich selbst gemacht habe. Oben ist diese GE Bracket. Ich habe auch so leicht transparent, sieht man noch den Designraum. Das mittlere Teil ist so ein Querlenker. Ich finde, da ist es schon sehr schön zu sehen. Unten, das ist quasi eine Verbindungsscheibe, die Narbe mit einer Bremsscheibe verbindet. Dort sieht man jetzt, da ist die Auflösung nicht fein genug, ist ein bisschen unscharf, aber ich denke, man bekommt gut eine Idee, wie man dann so eine, ja, wie man das besser konstruieren kann, wo man so Dreiecksmaterialtaschen oder Schnitte setzen kann. Und es ist natürlich eine 3D-Experience-Lösung mit all den Vorteilen. Dann ist das zweite Simulation Professional, wie gesagt, seit 2018 da, sehr beliebt bei unseren Kunden. Die meisten Teilnehmer werden ja, sich hier zu Hause fühlen im SolidWorks CAD User Interface. Wie es auch die anderen Simulationsstudien gibt, gibt es diese Topologiestudie. Im Prinzip vom Doing her dasselbe. Ich kann an der Geometrie meine Studie, meine Lasten, meine Randbedingungen definieren. Ich kann dann hier meine Ziele definieren und da ist schon ein Unterschied zur Design Guidance in X-Design. Ich habe hier einfach viel mehr Möglichkeiten und kann hier ein bisschen genauer definieren, was denn das Ziel ist. Ich habe mehr Möglichkeiten, diese minimale Bauteilstärke, wo Peter vorher drüber gesprochen hat, das kann ich besser einstellen. Ich kann jetzt auch, was man hier sieht, dieser Arm ist ja unterschiedlich belastet, je nachdem, wie er sich gerade im Raum befindet und wie die Kräfte drauf wirken. Deshalb brauchen wir hier mehrere Lastfälle und basierend auf den Ergebnissen der Lastfälle wird dann eben am Material, wie wir es schon gesehen haben, weggeknabbert. Man bekommt einen Designvorschlag und kann das entsprechend der Fertigungsmethode dann in SolidWorks konstruieren. In dem Fall wird das halt gefräst und man hat hier so ein paar Taschen gemacht. Oder es ist ein Gussteil, das kann natürlich auch sein. So, was ist jetzt hier ein bisschen der Unterschied? Man sieht eigentlich, dass ich sag mal, die Geometrie viel schärfer ist als vorher. Man bekommt so ein geglättetes Netz, was man auch als tessellierte Geometrie exportieren kann. Es ist voll integriert in SolidWorks CAD, deshalb ist es natürlich auch sehr, 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 sehr beliebt. Es beinhaltet dieses Simulation Professional Paket, beinhaltet eine komplette Lösung aus unterschiedlichen Tools. Dort kann man linear-statische Studien machen, man kann Frequenzanalysen machen, Knicken, Beulen, thermische Studien, hat auch parametrische Optimierung mit dabei, um dann solche Formen noch genauer
ja, zu auszulegen. Das ist eine Desktop-Lösung, die wir aber auch wie die anderen Sachen in die 3D-Experience-Plattform mit einbinden können, mit der Ausnahme, dass wir die Ergebnisse nur als ja, sozusagen als Objekt speichern und wir das aber nicht so nahtlos verwenden können wie die nativen Ergebnisse, wie wir es in dem, ja, im nächsten Tool gleich sehen. Was dieses Tool auch von Design Guidance unterscheidet, ist, dass wir zum Beispiel auch Frequenzrandbedingungen zusätzlich noch setzen können. Also gerade bei diesem mittleren Teil, das ist so ein Teil von einer Werkzeugmaschine, die taktet, so ein Takttisch. Dort ist natürlich wichtig, dass wir hier oben, wo die Masse dran ist, ja, schauen, dass wir die Eigenfrequenzen absichern, dass das hier nicht anfängt zu schwingen oder sich aufzuschwingen. So, dann kommen wir zum dritten, zu unserem größten, zu unserem ja, leistungsfähigen Tool, was wir heute vorstellen. Wie gesagt, es gibt noch ein größeres. Der Vorteil hier ist, dass wir jetzt nicht nur Einzelteile, sondern auch Baugruppen zusammen optimieren können. Vom Doing her mehr oder weniger dasselbe. Ich muss definieren, okay, was ist Teil der Optimierung? Welches Teil oder welche Teile? Wo möchte ich Material wegknabbern, dann kann man Verbinder definieren. Wir haben eine Baugruppe, diese Teile müssen natürlich auch verbunden werden. Man kann hier so Schrauben oder Pins oder auch lineare Kontakte, also das muss nicht fest verbunden sein, das kann auch ein Kontakt sein, der jetzt keine großen Veränderungen hat, aber der zumindest einfach irgendwo herrscht. Auch hier wieder, ich definiere Randbedingungen, kann hier auch so ein Scharnier definieren, was ich in dem Fall brauche. Und dann auch hier, wie bei beiden anderen Tools übrigens auch, kann ich mehrere Lastfälle, ja, definieren und das Ganze dann darauf mir eine Geometrie erstellen lassen. Diese Lastfälle sind ja erstmal nur ganz normal linear statische Studien. Das heißt, die kann man auch einmal ausführen, um zu überprüfen, passen meine Kontakte, ist das alles verbunden, bewegt sich das in die richtige Richtung, ist das überall so festgehalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel noch Symmetrie oder Achsensymmetrie, Randbedingungen definiert. Und ich bekomme jetzt hier so, man sieht es eigentlich ganz schön, diese drei Teile optimiert und kann jetzt hier sofort diese SAPD-Modelle sich erstellen lassen und mit einem Klick, also wirklich mit einem Klick, kann man sich diese neuen Geometrien auch validieren. Das heißt, ich hab einen Lastfall, ich optimiere das Ganze, ich kriege eine neue Geometrie und kann sofort die neue Geometrie mit diesen Lastfällen, die ich vorher definiert habe, nochmal überprüfen, ob meine neue Geometrie wirklich diese Lasten aushält, ob die Verschiebung größer oder kleiner ist oder so wie ich sie gerne haben möchte. Perfekt. Hier nochmal meine Auflistung, dass ich nichts vergesse. Wie gesagt, das ist die erweiterte oder funktional die hochwertigste Topologieoptimierung, die ich heute gezeigt habe. Der große Unterschied ist, dass wir hier in der Cloud rechnen können. Wir müssen nicht. Wir haben beide Optionen. Design Guidance ist nur in der Cloud. SolidWorks Simulation ist nur lokal. Und hier haben wir beide Möglichkeiten, dass wir in der Cloud oder lokal rechnen können. Man kann hier natürlich auch mit extra Credits oder Tokens viel mehr Rechenpower bei uns im Rechenzentrum mit sozusagen mitkaufen, mit ansprechen und kann hier viel, viel größeren Stil natürlich so eine Topologieoptimierung machen. Die Topologieoptimierung, ich weiß nicht, ob wir es vorher besprochen haben, ist ein iterativer Prozess. Das heißt, ich muss diese Studie nicht nur einmal ausführen, sondern das ist ein iterativer Prozess. Wenn ich 10 Lastfälle habe, man braucht so von Iterationen, Peter, korrigiere mich, das sind so zwischen 30 und 100, würde ich sagen, mal 10 Lastfällen kann man sich vorstellen, dass man hier ordentlich Rechenpower unter Umständen braucht. Konzeptvalidierung habe ich schon erwähnt. Virtual Twin gehen wir jetzt gar nicht groß ein, aber wir auf der 3D Experience Plattform ist nicht nur ein, ich sag mal, ein Datenmanagement-Tool, sondern wir modellieren das Verhalten unseres Produkts von der ersten Idee bis über die Fertigung, Inbetriebnahme und auch beim Kunden.
die automatische Geometrieerstellung. Das ist ein riesen Unterscheidungsmerkmal zum, was wir bisher gesehen haben. Wir können mit einem oder mit zwei Klicks oder drei so eine Sub-D, kontinuierliche Sub-D, eine organische Oberfläche erstellen. Aber das ist nicht alles. Und das bringt mich nämlich jetzt pünktlich, glaube ich, auch direkt wieder zurück zum Peter. Hören wir hier schon auf oder wie geht es weiter? Nee, überhaupt nicht. Also hier geht im Prinzip der Mod-Sim-Gedanke weiter, wie wir wollen modellieren und Simulation wollen wir einfach enger zusammentragen. Und obwohl diese Subdivision Surfaces sehr toll sind, sind die oft für, sage ich mal, 3D gedruckte Teile oder sowas optimal. Für klassischen Herstellungen ist es nicht immer das Richtige. Und wenn man mit so einem Subdivision Surface runterkommt, auf der zu den Fertigungsleuten sind die nicht immer da begeistert. So, wie kriegen wir aus diesen sehr organischen Strukturen irgendwas mehr Parametrisches raus? Also, obwohl diese Subdivision Surfaces, die sind in der parametrischen Geometriekörnung drin, also man kann in CATIA alle im Prinzip Änderungen damit machen. Aber ich habe nur so als Beispiel, habe ich ein Bauteil mitgenommen, um einfach das ein bisschen mehr zu exemplifizieren, was für Rückführungsassistenten, das ist jetzt nicht Arbeit von mir und meiner Gruppe, sondern von die Kollegen bei CATIA. Und nur als Beispiel, wir nehmen halt hier so einen Elektromotor, wir haben ja ein Rippendesign, wir stellen fest, das Rippendesign ist nicht ganz so optimal, wie wir uns vorgestellt haben. Wir machen auf vielleicht Vorschlag von Andreas, machen wir mal eine Topologieoptimierung. Schauen wir mal, was da rauskommt. So, wir sehen hier den weißen Bereich. Hier haben wir jetzt als Topologieoptimierungsbereich jetzt definiert in das CAD-Tool drin. Und dann lassen wir hier eine Optimierung laufen. Wie wir sehen hier, 29 Zyklen läuft er hier durch. Hier haben wir Rippendesign, haben wir als Fertigungsrestriktion reingeprägt. Und hier rechnen mit einigermaßen grobes Netz 8 Minuten, 9 Minuten auf dem Laptop. Und wir sehen ein nettes Ergebnis hier unten. Und wenn wir dann diese schnelle Rekonstruktionstool verwenden, halt diesen Subdivision Surfaces, da kriege ich auch diesen sehr organische Fläche zurück. Aber eigentlich will ich gern was Parametrisches, also irgendwas mit ein Sketch und Extrusion. So, wie komme ich daran? Das ist nicht ganz so trivial. Und dafür gibt es jetzt inzwischen in unseren zwei Lösungen auf der Plattform oder eigentlich drei, also Functional und Generative Design, gibt es jetzt diese Tool hier, wo man hier sehen kann, hier mit Blau ist der Topologieoptimierungsergebnis. Was hier mit Gelb angemerkt wird, man kann kleine Stellen, kann man kurz mal korrigieren. Und jetzt kommen wir dann in diesen Assistent hier rein, wo ich dann im Prinzip semi-automatisch Vorschläge kriege zum Sketches, die mit sehr wenigen Klicks habe ich halt ein parametrischen Modell jetzt zusammengeklickt. Und wenn ich dann zufrieden bin, zum Beispiel wie viele Stützstellen und wie gut der jetzt meine Geometrie annähert, dann klicke ich hier mehr oder weniger auf den Knopf und kriege hier ein Pocket raus. Und das sehen wir hier, dass ich habe jetzt einen parametrischen Bauteil. Natürlich ist diesen Bauteil vielleicht nicht exakt das, was wir nehmen, direkt in die Fertigung. Aber wir haben jetzt ein parametrisches Modell mit parametrischen Sketches und können damit jetzt weiterarbeiten in der weiteren Verlauf. Und wenn wir jetzt hier weitergehen zu dieser Folie, da sehen wir hier einfach einen Vergleich von den verschiedenen Ergebnissen. So, am Anfang haben wir eine Masse von 5,1 Kilo ungefähr. Der Verschiebung hier war ein Tick groß, 7,2 Millimeter. Dann sehen wir nach der Topologieoptimierung, wir haben ein bisschen Masse zugenommen. Der Grund dafür ist, dass wir leider hier über die Fläche, geglättete Fläche hat so ein kleines bisschen Material hier in der Mitte, was man gar nicht braucht. Weil wir sehen ja eigentlich, der Topologieoptimierung hilft uns auch hier zu zeigen, wo sollen die Rippen hin. Die sollen gar nicht hier in der Mitte sein, wo der Elektromotor wahrscheinlich ziemlich viel Steifigkeit mit sich selber bringt, sondern soll zwischen den Motor und den Anhänge Punkt hier draußen dran binden. Wenn wir dann hier runtergehen zu die semiautomatischen Rekonstruktion, da sehen wir dann, dass in der Mitte ist kein Material mehr, unsere Masse ist ungefähr gleich gehalten und unsere Verschiebung ist wesentlich verbessert. So, wir sind jetzt auf 5,6 Millimeter in der Steifigkeit und vielleicht reicht es jetzt für unseren kritischen Stellen.
So, das war einfach ein bisschen Ausblick in was es da auch Möglichkeiten auf der Plattform und mit diesen Mod-SIM-Gedanken. Und wenn Sie vielleicht mehr Interesse haben in dieses Thema, da habe ich mit meinem Kollegen Pascal Lebrun bei CDFAM, das ist Computational Design for Additive Manufacturing 24, das war eine Konferenz hier in Berlin von nicht so lange her. Da haben wir versucht, was darzustellen für nicht nur additive Fertigung, sondern für konventionelle Fertigungsmethoden, also Stanzen und Gießen, weil wir daran glauben, dass das dort ist, viele Anwender von uns und Maschinenbauer, die immer noch viele Probleme zu lösen haben. Das ist nicht alles 3D-Druck. Und wenn Sie jetzt ein Interesse haben in Topologieoptimierung und wollen gern tief in die Theorie da rein, weil das war wirklich kurz diese eine Folie, was ich jetzt mal gesagt habe, da ist meine Empfehlung, fangen Sie bei meinem alten Professor an, Herrn Ole Siegmund, der ist eine von den Stars innerhalb des Topologieoptimierung und hat diesen tollen Paper von 2001, aber immer noch relevant. Von den Grundlagen, so wie finiten Elementen, dass nichts passiert in den Grundlagen für Topologieoptimierung. Diesen 99-Line-MATLAB-Code ist super, um zu lernen, was da drin ist. Und ich denke, Andreas, du wirst jetzt die Links hier teilen. Genau, ich habe die Links schon in Chat gepostet für alle. Ja, würde Wunderbar. auch nochmal behaupten, wir sind jetzt sehr gut durchgekommen. Ich weiß, Peter, du hast noch viel mehr spannende Dinge zu erzählen aus deinen Tätigkeiten, aus deinen Erfahrungen, weil du da natürlich sehr, sehr, sehr tief drin steckst. Auch ich hatte, als ich es geplant habe, das alleine für mich geplant. Nichtsdestotrotz ist es mir so viel lieber. Ich muss natürlich ein paar Sachen ein bisschen kürzen. Aber wichtig für uns ist es, dass Sie einen Überblick gekriegt haben. Ja, wir haben eine super Topologie-Optimierungslösung in unterschiedlichen Ausbaustufen, egal ob Sie, ja, ob es Studenten sind oder Hobbyisten, die ja ein neues Regal bauen wollen und ja, wissen, wie sie da das Holz kaufen müssen, wie die Struktur aussehen sollte. Wir haben eine Lösung für unsere SolidWorks-Kunden, für unsere große SolidWorks-Anwendergruppe im Simulation Professional seit 2018. Also da gerne, wenn Sie das Tool vielleicht haben, vielleicht wissen Sie es gar nicht, haben Sie die Topologieoptimierung noch nicht gesehen, einfach mal reinschauen. Und da wir immer mehr ja, Interesse an der 3D-Experience-Plattform haben von Kunden, beziehungsweise die neuen SolidWorks-Lizenzen und das neue Lizenzierungsmodell ist sogar komplett über die Plattform lizenziert. Das heißt, diesen Einstiegsplattformanteil haben die meisten Kunden eh schon mit dabei. Und dann ist das einfach ein zusätzliches Tool, der Function-Driven Generative Designer, der ganz neue Möglichkeiten bringt. Natürlich ist es ja, ein bisschen teurer, es ist nicht mehr in SolidWorks, bringt aber, wenn man das oft macht, den kompletten Prozess natürlich ja, viel schneller, viel ja, zugeschnittener auf jemanden, der eben nur genau das machen will. Das grenzt das natürlich ein bisschen von den beiden anderen ab. Und dann sind wir schon auf der letzten Folie. Ich habe hier unsere beiden E-Mail-Adressen noch mit dazu getan. Das ist relativ einfach, immer Vorname, Nachname @3ds.com. Wir beantworten alle E-Mails, egal ob es an Peter oder an mich kommt. Ich bekomme von unserer Marketingabteilung auch im Nachgang nochmal alle Fragen, falls wir da noch irgendwas übersehen haben. Aber ich schaue jetzt gerade mal rein. Sie können gerne Fragen stellen. Vielleicht ja eine Frage zum Thema. Du hast vorher Sickenoptimierung erwähnt. Was ist das? Vielleicht sagst du da noch zwei Worte dazu, Peter. Ja, gerne. Also das sieht man in der Talk, in der YouTube-Link, was jetzt hier geshared wurde. Aber Sickenoptimierung ist typischerweise für Blechteile. Also wenn ich ein Auto oder sowas baue, nicht der Außenschale, weil das ist ja von Aerodynamik bestimmt, da will ich keine Beulen reintun. Aber wenn man die Verkleidung von der Auto wegmacht, dann sieht man, die Bleche innen drin haben oft irgendwelchen Versickungen, also irgendwelchen Dellen drin, die einfach die Steifigkeit von den Blechen erhöhen. Und das kann man optimieren mit Sickenoptimierung oder in Englisch Bead Optimization. Und da gibt es jetzt auch Tools, wie man die Rekonstruktion auf der Plattform mit diesem Mod-SIM-Approach
viel automatisierter und viel besser machen kann, als wir jemals vorgemacht haben. Perfekt, danke Peter. Damit ist es genau 14 Uhr und das ist ein perfektes Finale. Nochmal vielen Dank, Peter, für deine Unterstützung. Ich wünsche den Dänen viel Erfolg bei der Europameisterschaft. Die Deutschen definitiv auch. Und vielen Dank an alle unsere Zuhörer. Wie gesagt, hier sind unsere E-Mail-Adressen. Wir beantworten alle E-Mails. Scheuen Sie sich nicht. Wir sind ganz umgänglich, wir beißen nicht. Schönes Wochenende, alles Gute und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.